Hey Leute, mein Name ist Sunny. Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Catrice.de. Wir sprechen heute über das All Matte Make-up Old versus New. Also geht es heute richtig zur Sache. Wir werden das vergleichen. Ich werde nämlich eine Seite mit dem alten Make-up schminken und die andere Seite natürlich mit dem neuen Make-up. Und wir werden das mal vergleichen und ihr werdet sehen, was ist das für ein krasser Effekt auf der Haut. Ich hoffe, ihr bleibt dran und falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, let's begin! Bevor ich anfange, dürfen wir natürlich den Primer nicht vergessen. Das ist der Keep Me Matte Long Lasting Oil Free Primer. Der ist nämlich aus der Prime and Fine Reihe und ist Pore Refining und Anti-Shine. Das heißt, perfekt, um matt zu bleiben, genau wie die Foundation. Das tragen wir jetzt mit den Fingern einfach da auf, wo wir die meisten Poren haben. Bei mir ist es halt um die Nase herum, ne? Oder hier die Stirn. Das All Matte Plus Shine Control Make-up gibt es auch in verschiedenen Nuancen und es war auch einer meiner Favoriten, da bin ich ehrlich zu euch. Es ist ein sehr leichtes Make-up, was bis zu 18 Stunden hält. Du hast eine tolle Deckkraft und der Auftrag ist einfach unnormal entspannt. Und wie der Name schon sagt, du bist matt. Das ist ja das Beste. Es ist long lasting und es ist noch oil free. Also richtig gut, wenn du zum Beispiel sehr fettige, ölige Haut hast. Für dich ist das super gut. Wir werden noch mit dem All Matte Plus Shine Control Make-up beginnen. Und zwar hier auf die linke Seite. Ich finde es auch sehr schön, dass die Foundation sehr schön deckt. Vor allem, wenn du einfach nur Rötungen abdecken möchtest, Augenschatten und sowas. Du kannst wirklich auch die Foundation als Concealer benutzen. Und deshalb tragen wir die jetzt hier komplett einmal auf diese Seite auf. Ich trage die mal grob mit dem Finger auf. Und ich weiß, dass die überall schön dran ist. Und dann nehme ich mir einen Make-up-Sponge und verblende das mit klopfenden Bewegungen ein. Old auf der Seite. Und jetzt gehen wir zum neuen rüber. Und ihr könnt ja hier schon das Ergebnis sehen, oder? Krass, oder? Jetzt seid mal gespannt auf die Seite. Seid mal gespannt. Das ist hier die 1915 Vanille Beige. Bei dem neuen All Matte Shine Control Make-up ist meine Nuance 027N Neutral. Das N steht, wie gesagt, für Neutral. Es gibt eine extrem große Foundation-Auswahl. Wir haben nämlich insgesamt 24 Shades. Du kriegst im Online-Shop tatsächlich noch mehr Shades. 6 sind nämlich im stationären Handel und der Rest, den findet ihr online. Und das Coole an dem Online-Shop von Catrice ist, er ist versandkostenfrei. Und es ist komplett ohne Mindestbestellwert. Das heißt, du kannst in Ruhe deine Foundation-Shade aussuchen, bestellen und dann bist du versorgt. Bei dem neuen All Matte Shine Control Make-up haben wir auch wieder 18 Stunden Long-Lasting Wear. Also du hast es wirklich für lange, lange Zeit auf deinem Gesicht schön frisch. Es ist nicht nur matt, es ist jetzt nämlich auch Transfer-Proof. Das heißt, deine Haut kann atmen. Hier ist Vitamin E enthalten, das nochmal gut für deine Haut ist. Durch das Vitamin E wird nicht nur deine Haut wirklich gepflegt, sondern auch geschützt vor den ganzen Umwelteinflüssen. Neben Vitamin E ist ja auch Evermatte dabei. Das heißt, es ist nochmal langanhaltend mattierend. Also du bist hier total versorgt. Ich würde es jetzt direkt hier auftragen, damit ihr den direkten Vergleich sehen könnt. Ich werde auch hier das Ganze mit meinem Finger kurz auftragen. Und wisst ihr, was auch toll an der Foundation ist? Inhaltsstoffe wie Mikroplastikpartikel, Parabene oder wie zum Beispiel deklarinierungspflichtige Duftstoffe wurden alle entfernt. Das heißt, es ist eine super neue Textur. Sehr nachhaltig auch von der Verpackung her. Der Deckel zum Beispiel, der besteht aus 90% recycelten Plastik, was nochmal ganz toll ist. Und die Pumpe wurde auch verändert. Das heißt, ich zeige euch das eben. Da könnt ihr die Pumpen gut erkennen. Die Pumpe wurde jetzt nochmal verbessert, die neue, damit sie eine bessere Dosierung einfach für euch verursachen kann. Und jetzt verblende ich das wieder mit meinem Make-up-Sponge. Also wie das Make-up einfach auf meiner Haut gerade sitzt, ist unglaublich. Es ist super leicht. Und ich merke bei der Foundation auf jeden Fall direkt einen Unterschied, wie das Endergebnis ist. Ich finde, die Performance ist einfach deutlich besser. Aber vom Prinzip her sind die Foundations sich ziemlich ähnlich. Nur diese Textur ist einfach jetzt besser. Die Inhaltsstoffe wurden verbessert, damit eure Haut das beste Ergebnis überhaupt bekommt und ihr noch glücklicher seid. Weil All Matte Plus Shine Control Make-up war ja einer meiner Favoriten. Und jetzt ist das sozusagen das Upgrade. Wisst ihr, was ich meine? Also alles in einem krasses Ergebnis. Ich würde jetzt das Make-up gerne vollenden. Dafür nehme ich jetzt einen Blush. Das ist die Blushbox in der Nuance Berry. Und den nehme ich mir jetzt ein bisschen auf und trage dann jetzt einfach meine Wänkchen auf. Ich werde mir auch kurz einen Lidstrich ziehen. Dafür nehme ich den 24 Brush Liner mit Coconut Water. Und das ist auch zum Beispiel ein Long-Lasting Eyeliner. Das heißt, der ganze Look wird long-lasting. Als Mascara benutze ich die Glam & Doll, die Curl in Volume Mascara.
Für meine Lippen benutze ich den Ultimate Stay Water Fresh Lip Tint. Das ist die Farbe Loyal to Your Lips, die 010. Ich liebe so Lip Tints. Guckt euch das Ergebnis mal an. Look at this. So, das ist das Endergebnis. So sieht mein Make-up jetzt aus. Und wie gesagt, hier ist Old vs. New. Tolles, tolles Finish. Und wie gesagt, diese Textur wurde einfach verbessert. Die besten Ingredients für euch. Long-lasting. Alles wurde nochmal erneuert. Von dem All Matte Plus Control Shine Make-up ist das jetzt sozusagen das Upgrade. Ich werde euch das unten in der Infobox alles verlinken, was du mit Raw benutzt habe, aber vor allem die Foundation. Und guckt mal im Online-Shop nach. Ihr werdet auf jeden Fall fündig. Da sind super viele Shades und die Preise sind bei beiden Foundations gleich geblieben. Und was auch einfach super toll ist, oder? Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Make-up findet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!